Grüß Gott und herzlich willkommen bei Liechtenstein Live. Unser Thema heute Intellectual Property und dazu begrüße ich Bernd Günther Hamann. Grüß Gott. Grüß Gott. Bevor wir uns mit Intellectual Property beschäftigen und das auch gleich erklären, Sie werden sehen, es ist sehr spannend, auch wenn es wirklich ungeheuerlich klingt. Wer ist Hamann? Ja, eine seit über 10 Jahren im Land lebende Person. Verheiratet, 2 Kinder, einen Hund, 5 Pferde. Insofern wahrscheinlich auch die Frage nach dem, was ich sonst so tue, schon gleich vollumfänglich erledigt. Nein, nicht ganz. Der Stimme nach sind Sie Deutscher. Bin Deutscher, ja. Was hat Sie nach Liechtenstein geführt? Das war eigentlich mehr oder minder ein Zufall. Ich war vorher an der Uni St. Gallen und nachdem dort, Promotion halber, die Zeit vorbei war, habe ich mich in der Region umgetan. Der Patentarbeitsberuf, ich bin da erblich ein bisschen vorbelastet, familiär, war für mich immer eine Alternative. Und als ich in der Region war, habe ich mich in der Region umgesehen und dann ging das relativ schnell. Das heißt, im Brotberuf sind Sie Patentanwalt. Ja. Dann sind wir gleich mitten im Thema. Was bietet Liechtenstein einem Patentanwalt? Gut, das ist eine Frage, die eine andere ist als die Frage, warum Intellectual Property in Liechtenstein? Ja, der entkommen Sie sowieso nicht. Aber es geht immer um die Frage, wo hat Liechtenstein Stärken? Wie kann sich Liechtenstein in der Zukunft positionieren? Ja, für den Patentanwalt als Berufsstand natürlich die Vorteile. Wir haben ein sehr interessantes Gesellschaftsrecht, das ist sehr vorteilhaft ausgestaltet. Um hier generell berufstätig zu sein, ist das Land ein sehr guter Standort. Also das ist im Prinzip natürlich auch das, was für einen Patentanwalt vorteilhaft ist, aber durch die enge Anbindung an die Schweiz und auch im europäischen Kontext kann ich im Prinzip die gleichen Dienstleistungen, die ich in Liechtenstein erbringe, auch von der Schweiz aus erbringen, Österreich aus erbringen, Bundesrepublik aus erbringen. Also der Berufsstand ist so harmonisiert und international vergleichbar, dass es hier keine wirklich großen länderspezifischen Unterschiede gibt. Jetzt ist ein Patentanwalt etwas Besonderes. Das ist so eine Kombination aus Anwalt auf der einen Seite und Physiker, Chemiker oder was auch immer auf der anderen Seite. Ja, das ist auch das Problem. Wir müssen eigentlich verschiedene Bereiche miteinander verbinden oder Befähigungen auf verschiedenen Bereichen haben, die auf den ersten Blick schwierig vereinbar erscheinen. Das heißt also letztendlich, das Hauptinstrument, mit dem wir arbeiten, ist Sprache. Das heißt, die Formulierung beispielsweise einer Erfindung, wie beschreibe ich den technischen Gegenstand, so dass er möglichst präzise umfasst ist, aber auf der anderen Seite nicht zu präzise, weil ich natürlich von dem Schutz, den ich haben möchte, möglichst wenig verlieren will. Auf der anderen Seite ist die Basis natürlich das technische Verständnis. Ich muss die Erfindung verstehen, ich muss sie in gewissem Maße auch abstrahieren können. Ein bisschen weiterdenken teilweise als der Erfinder. Und das Dritte ist natürlich das Recht, also die Befähigung, das Interesse auch, mich mit rechtlich schwierigen Fragestellungen auseinandersetzen und das anzueignen. Insofern diese Mischung dieser 3 Punkte macht das Ganze schwierig und komplex. Jetzt sind wir beim Intellectual Property, darum geht es ja, nämlich um den Schutz des geistigen Eigentums. Eigentum. Ja. Ja, geistiges Eigentum ist ein Überbegriff, wenn man so will, aus den klassischen gewerblichen Schutzrechten, also Patente, die Erfindungen schützen. Marken, kennt jeder technisch, technische Produkte oder auch andere Produkte werden verkauft unter einer Bezeichnung, früher war das der Handelsname. Aber heute ist es durchaus wesentlich breiter. Das sind auch durchaus Logos, also nicht nur Wortmarken, auch Bildmarken und Kombinationen. Also machen wir gleich Beispiele. Coca-Cola wäre eine Wortmarke. Eine Wortmarke, es gibt auch Wortbildmarken. Also je nachdem, was ich geschützt habe. Will ich nur das Wort Coca-Cola schützen? Dann ist es eine reine Wortmarke. Dann ist es eine reine Wortmarke und ich kann natürlich dann anfangen, immer mehr hinzuzunehmen. Ich kann die Typen, in denen dieses Wort geschrieben ist, den Hintergrund, die Farbe, gegebenenfalls noch ein Logo hinzunehmen oder auch die Gestaltung der Flasche. Dann bin ich letztendlich bei einer dreidimensionalen Marke, bei einer Formmarke. Es ist heute eine ganze Breite, eine ganze Palette von möglichen Markenformen, die also Produkte, ihre Wiedererkennbarkeit absichern, schützen. Das Dritte wären dann klassisch jetzt im Bereich der gewerblichen Schutzrechte die Designs, also bundesdeutsch Geschmacksmuster, liechtensteinisch Design, es wird auch in der Bundesrepublik demnächst Design heißen. Letztendlich also die ästhetische Seite eines Produktes, während das Patent die technische Seite, die Funktionalität schützt, beispielsweise bei einer Lampe, einer Leuchte, habe ich bei dem Design oder Geschmacksmuster den ästhetischen Anteil, also die Fragestellung, wie sieht es aus? Das heißt, so ein Anforderungsprofil an einen Patentanwalt ist extrem umfassend oder es funktioniert eher so, dass man in einem Team arbeitet und sich mit diesen Spezialisten ergänzt? Sowohl als auch. Sie müssen im Rahmen Ihrer Ausbildung natürlich alle Gebiete durchlaufen, werden im Rahmen der Prüfung natürlich in allen Gebieten geprüft. Trotzdem ist es bei Kanzleien zumindest ab einer gewissen Größe üblich, dass man spezialisiert. Ich persönlich bei uns in der Kanzlei
Zeichenhalt verantwortlich für den Bereich Patentrecht. Ich habe einen Kollegen, meinen Partner, der ist verantwortlich für den Bereich Markenrecht, Designrecht und so versucht man sich das dann aufzuteilen, um einfach eine gewisse Spezialisierung zu ermöglichen. Und wie ist die Verbindung zur Liechtensteiner Uni? Exzellent. Also, nein, ja, es ist mehr als nur exzellent. Nein, es ist einfach bei uns natürlich durch die letzten Entwicklungen gegeben worden, durch den neu eingeführten Zertifikatsstudiengang Intellectual Property, der von der Uni letztendlich ja, perfekt zeitgerecht eingeführt wurde, gerade auch im Rahmen IP-Box, also die steuerlich bevorzugte Behandlung von Einkünften aus Schutzrechten. Da bedarf es natürlich einer Aus- und Weiterbildung der involvierten Berufskreise und die Uni hat jetzt Beginn dieses Jahres eben diesen Studiengang Intellectual Property Law eingeführt, der letztendlich alle Schutzrechtsarten und auch die Verwertung abdeckt. Und ich denke, da hat die Uni genau zum richtigen Zeitpunkt das richtige Programm aufgegleist, um jeden, der interessiert ist, die Möglichkeit zu geben, wenn er es denn mag und wahrnehmen möchte, auf wirklich hohem Niveau, komplett breit, sich dieses Gebiets anzunehmen, aber auch nicht zu breit. Ja, aber das ist sozusagen nicht für Studienanfänger, sondern das ist schon für Leute, die im Beruf stehen oder die im Studium schon sehr weit fortgeschritten sind. Ja, es ist halt eine Spezialistenmaterie, es ist ein Zertifikat und idealerweise kann man das natürlich mit einer Vorausbildung verbinden, wenn ich Treuhänder bin oder Rechtsanwalt bin, aber in diesem Bereich nie etwas irgendwie Schwerpunkte gelegt habe, kann ich mir dieses Wissen holen für den Techniker natürlich dann sozusagen, der selber Erfinder ist oder in der entsprechenden Verantwortung steht. Das Ergänzungswissen hinsichtlich der gewerblichen Schutzrechte. Also es gibt verschiedene Zugänge und das Programm versucht auch diesen verschiedenen Zugängen gerecht zu werden, sodass also für jeden der Einstieg möglich wird. Sie haben vorher das Stichwort IP-Box verwendet. Was ist das? Die IP-Box ist eine steuerliche Konstruktion, eine steuerliche Maßnahme, um Einkünfte aus den Schutzrechten, es gibt einen Katalog von Schutzrechten, also nicht alle Schutzrechte qualifizieren, aber aus diesen aufgeführten Schutzrechten bevorzugt zu versteuern oder besteuern. Die Ratio dahinter ist letztendlich zu sagen, man möchte Forschung und Entwicklung, Technologie fördern. Und ich habe natürlich zwei Möglichkeiten grundsätzlich. Ich kann sagen, gut, der Staat gibt große Mengen an Subventionen an die Unternehmen, zahlt also aktiv Geld, um Technologie zu fördern. Die andere Möglichkeit ist natürlich zu sagen, wir fördern nicht aktiv, sondern von dem, was ihr dann erwirtschaftet, lassen wir euch mehr. Und das ist eigentlich die Idee hinter einer IP-Box, dass man sagt, die Unternehmen, die Technologie finanzieren selber aus ihren Mitteln, sollen dann bitte aus den Erträgen aber auch mehr zur Verfügung haben, um die Eigenfinanzierung letztendlich zu stärken. Das heißt, es gibt einen sehr niedrigen Steuersatz für Einkünfte aus Patenten. Genau, nicht nur Patente, auch Marken, Designs, ja. Also alles, was sozusagen erforderlich ist, um eine Technologie komplett mit allen Bestandteilen, allen Facetten zu verwerten, gibt es einen 80-prozentigen Abzug. Also im Prinzip haben Sie eine Besteuerung von 2,5%. 2,5% anstatt der üblichen, glaube ich, 12%. Ja, aber natürlich nur auf die Anteile, die jeweils den Schutzrechten zuzurechnen sind. Das heißt, wenn ich ein eigenes Produkt veräußere, ja. Und in dem eigenen Produkt sind natürlich Herstellungskosten drin, es sind Gemeinkosten drin, die muss ich natürlich rausrechnen. Beziehungsweise ich muss die Anteile, die auf die Schutzrechte im Markt, auf die Wirkung im Markt, die muss ich rausdestillieren als Embedded Income. Und diese Anteile qualifizieren für die IP-Box. Machen wir es ganz einfach, damit es verständlich ist und Schleichwerbung ist für uns keine Gefahr, weil wir bekommen sowieso nichts dafür. Hilti entwickelt einen neuen Schlagbohrhammer im Forschungszentrum in Liechtenstein. Genau, und jetzt ist die Frage, ich weiß nicht, wie die Margen bei Hilti liegen, aber nehmen wir mal an, wir hätten eine Marge, hypothetisch, von 500 Euro. Ja. Das mag zu viel sein, das mag zu wenig sein. Jetzt kann ich mich natürlich fragen, von diesen 500 Euro, die ich im Markt realisieren kann, was fällt mir auf die Schutzrechte? Zu Deutsch, ich habe natürlich die Bekanntheit des Namens, ich habe ein gutes Vertriebsnetz, all das trägt zu dieser Marge bei. Auch der Ruf natürlich, die Zuverlässigkeit, die Qualität. Aber ein gewisser Anteil dieser Marge ist auf die Schutzrechte zurückzuführen. Und dieser Anteil, wenn wir 500 Euro oder 500 Franken hätten, kann man sagen, gut, 50 Franken vielleicht, ist eigentlich das, was durch das Patent geschützt wird. Und dann kämen von jedem verkauften Gerät diese 50 Franken in die IP-Box. Gut, bleiben wir beim Beispiel Hilti. Hilti produziert diesen Schlagbohrhammer aber nicht in Liechtenstein. Man hat ihn nur entwickelt, die Forschungsarbeit geleistet, die Patente erworben. Hergestellt wird er in China, in einem Hilti-Werk in China. Verrechnet wird intern. Verrechnungspreise, genau. 20 Euro angenommen. Die sind aber dann steuerlich begünstigt. Der jeweilige Anteil, der auf Schutzrechte entfallen würde, hier bemüht man im Regelfall einen Drittvergleich. Man fragt also letztendlich, was wäre fremdüblich, was würde jetzt ein Nicht-Hilti-Unternehmen, ein Dritter, was würde der für eine Lizenz bezahlen, also für die Erlaubnis von Hilti, dieses Gerät herstellen zu dürfen. Dafür müsste er natürlich zahlen, Lizenzgebühren.
Und dieser Betrag, den ein Dritter zahlen würde, das wäre eigentlich genau der Betrag, der jetzt dem Wert der Erfindung oder der Nutzung der Erfindung entspricht. Und das würde dann in der IP-Box eingestellt. Das heißt sozusagen, der Betrag ist nicht frei wählbar, der muss begründet sein. Genau. Aber da gibt es natürlich ein bisschen Spielraum. Da gibt es Spielraum, Gestaltungsraum, aber letztendlich, das sind eben auch die Freiheitsgrade, die man hat. Es ist natürlich auch eine Frage, habe ich ein einzelnes Schutzrecht, gibt es nur ein Patent, habe ich viele Patente, wäre für den Dritten gegebenenfalls auch die Möglichkeit, den Namen Hilti, die Marke zu verwenden, mit dabei, zu Deutsch also, ich würde das Produkt als Hilti-Produkt vermarkten. Und all das macht dann natürlich die entsprechende Lizenzgebühr aus. Anderes Beispiel, Coca-Cola. Angenommen, Coca-Cola würde sagen, wir wollen die Schutzmarke und das Rezept nach Liechtenstein transferieren. Ja, wäre das überhaupt möglich? Grundsätzlich schon, wobei man sagen muss, es ist ja nicht so, dass diese ganze Thematik neu wäre. Wir haben in Liechtenstein Portfolios liegen von bekannten, sehr bekannten Unternehmen, Markenartikeln, die eigentlich schon seit 20 Jahren hier ihre Schutzrechte halten. Es hat auch Vorteile im Gesellschaftsrecht. Es hat Vorteile einer zentralen Administration. Also es ist nicht nur das Steuerliche. Aber natürlich könnte Coca-Cola dies tun, könnte die Rechte transferieren. Das Problem wäre aber natürlich in dem Moment, wo das wirtschaftliche Eigentum nach Liechtenstein geht, müsste man natürlich auch schauen, da wo die Rechte momentan liegen, würden die ja letztendlich veräußert, würden nach Liechtenstein transferiert. Ich habe dort natürlich durch die Veräußerung steuerliche Wirksamkeit. Das heißt also, es ist die Frage, ob das dann in dieser Form sich unter dem Strich rechnet. Und das andere Problem ist, dass je nach Konstellation, also zwischen den jeweiligen Ländern oder dem jeweiligen DBA, eben die Frage besteht, wie hoch das Substanzerfordernis im Land ist. Das heißt also, reicht es, dass ich nur die Schutzrechte dort halte? Und das wird eben zunehmend angezweifelt. Die OECD ist da momentan sehr aktiv. Oder muss ich eben Substanz haben? Und das ist aber auch letztendlich der Hebel, den wir ja für das Land haben wollen, zu sagen, wir wollen nicht nur einfach Patente hier poolen, sondern wir hätten gerne auch die Forschung und Entwicklung. Das heißt natürlich auch hochqualifizierte Personen, die entsprechendes Einkommen haben, das wiederum Substrat für die Einkommensteuer darstellt, um am Ende wirklich Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen zu haben, die aber natürlich auch mit Administration, mit allen anderen Funktionen, die erforderlich sind, eine Menge an Arbeitsplätzen bedeuten für alle. Da müssen wir aber sozusagen eine neue Tür aufmachen. Dazu braucht es dann aber auch Aufenthaltsbewilligungen, wenn man das möchte. Im Idealfall schon. Natürlich aufgrund der Kleinräumigkeit wäre es nicht notwendigerweise ein Problem, weil man natürlich auch in der Schweiz oder Österreich leben kann. Aber es ist natürlich schon die Frage, ob ich einen High-End-Wissenschaftler auf der seelischen Ebene wirklich abholen kann, indem ich sage, du sollst zwar in Liechtenstein arbeiten, das Land sagt aber, bitte wohne woanders. Das ist, wie gesagt, ich denke da auch vor allem ein Problem der Wahrnehmung. Aber natürlich für Liechtenstein ist auch die Frage, wo kann ich dann entsprechend die High-End-Leute besteuern, was die Einkommenssteuer betrifft. Und das ist natürlich für das Land schon interessant zu sagen, ich habe ein oder zwei Nobelpreisträger mit ihren jeweiligen Teams, die im Land wohnen, die natürlich entsprechend besoldet werden müssen. Und besteuert werden, weil auch das geht ja nur, wenn sie im Land wohnen. Selbstverständlich. Also es ist sozusagen, sind mehrere Katzen, die sich in den Schwanz beißen. Richtig. Wichtig ist nur, dass die Katze, die sozusagen beißt, entsprechend das Maximum der Wertschöpfung darstellt. Aber aus alledem jetzt als Laie würde ich einfach meinen, für einen Patentanwalt ist Liechtenstein ein spannender Ort. 2,5% Steuer klingt einmal nicht schlecht. Ja, davon haben wir nichts. Davon haben sozusagen nur die Unternehmen, die Schutzrechte halten, etwas. Also ich zahle ganz normal. Natürlich. Aber wenn Sie genug Klienten haben, die nach Liechtenstein kommen, weil die 2,5% interessant sind, dann entsteht ja da ein eigenes Segment. Ja, das schon, aber die Problematik, die wir natürlich haben, diese Lizenzzahlung muss natürlich in den anderen Ländern anerkannt werden, also Kosten darstellen. Und das ist eben die Problematik des DBA-Netzwerks und der entsprechenden Abstimmung. Aber das ist eben abhängig davon, ob ich die Masse meiner Gelder aus den USA bekomme oder Deutschland bekomme oder Asien bekomme, und ist halt sehr spezifisch. Aber natürlich ist klar, der Name Liechtenstein ist nicht neutral. Und es ist leichter, Konstruktionen oder Verlagerungen in die Schweiz zu begründen als nach Liechtenstein. Das ist einfach so. Das wird hoffentlich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten verschwinden und sich ändern. Aber zurzeit ist es noch ein Problem. Aber das heißt, der Schlüssel ist das, was Sie vorher gesagt haben. Im Idealfall entsteht dieses Patent in Liechtenstein aufgrund von Forschung, Entwicklungsarbeit, die in Liechtenstein durchgeführt wird. Im Idealfall natürlich eine liechtensteinische Gesellschaft mit in Liechtenstein angestellten Entwicklern als eine liechtensteinische Erfindung. Was, wenn man im Prinzip die Realitäten betrachtet, ja nicht so weit
weg ist, beziehungsweise schon jetzt der Fall, wenn man die Erstanmeldung von dem oder die Anmeldung von dem Europäischen Patentamt betrachtet, die reine Zahl, absolute Größe, nicht pro Kopf, dann gibt es für die Anmelder aus Liechtenstein, also nicht durch liechtensteinische Anwälte vertreten, sondern wirklich Anmelder mit Sitz in Liechtenstein, hat Liechtenstein pro Jahr mehr Patentanmeldungen als beispielsweise Polen oder Portugal. Also bezogen auf die IP-Stärke oder die Technologiestärke ist Liechtenstein auf jeden Fall ein mittelgroßes europäisches Land. Ist ja auch am höchsten industrialisiert in Bezug auf die Pro-Kopf-Zahl, dank der Grenzgänger. Aber man bekommt hier natürlich immer wieder nicht zu Unrecht vorgehalten, pro Kopf kann ich natürlich vieles rausrechnen, aber diese Technologiestärke, die Anmeldezahlen pro Jahr, das ist eine absolute Größe. Ja. Die ist nicht pro Kopf. Welche Rolle spielen da Dinge wie der EWR, die Zollunion mit der Schweiz? Gut, ich denke, es spielt auf der immaterialgüterrechtlichen Ebene wenig, eine geringe Rolle, oder der Einfluss ist überschaubar, weil diese Harmonisierung, die wir im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes haben, eigentlich weit darüber hinausgreift. So ist beispielsweise die Türkei ein Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens. Das heißt also, die Türkei ist in der Patentwelt Bestandteil Europas. Also diese Grenze Schweiz-EU existiert, was die Patentseite betrifft und eigentlich auch die Markenseite, nicht wirklich. Spielt der Franken eine Rolle? Der Franken spielt eine Rolle. Das betrifft aber jetzt wieder die Industrie und natürlich auch uns als Kanzlei, weil wir natürlich das Problem haben, dass wir müssen natürlich unsere Mitarbeiter in Schweizer Franken entlohnen und haben natürlich das Problem, dass je nachdem, wie der Frankenkurs sich verändert, wir natürlich an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen oder verlieren. Und in den letzten Jahren war es nicht unbedingt ein Gewinn. Sie haben es vorher erwähnt, also was man sich wünschen würde, wären ein, zwei Nobelpreisträger oder einfach Forscher, Spezialisten, die Patente entwickeln können, aber die brauchen ja auch ein Team. Das sind ja keine Einzelleistungen. Natürlich. Da redet man von, je nachdem, in welche Richtung es geht, das können hunderte Menschen sein. 50, 100, je nachdem, wie komplex die Technologie ist und was auch die Infrastruktur darstellt. Ja. Und Team heißt natürlich auch alles, vom Wissenschaftler bis zur Putzfrau. Vollständig. Braucht dieses Team alles. Ja, wenn man sich einfach mal überlegt, wie würde so eine Forschungstochter eines internationalen Konzerns aussehen, das betrifft das Land in vielerlei Hinsicht. Ich habe natürlich logischerweise den Forschungsbereich, aber es geht natürlich auch um die gesamte Installation. Labore brauchen natürlich ständig technische Wartung, ob das Wasseranschlüsse, Gasanschlüsse, Vakuumsysteme sind etc. Ich habe natürlich die gesamten nachgelagerten Bereiche, aber natürlich auch Übernachtungen. Im Regelfall wird dann bei diesem Forschungszentrum zwangsläufig, wird es Meetings geben, Besprechungen geben, Technologiesitzungen, Roadmaps werden entsprechend besprochen. Das heißt also, wir haben automatisch, folgt ein Übernachtungsaufkommen, der Beherbergungsaufwand. Also ich denke, es wird der gesamte Standort davon profitieren. Natürlich in unterschiedlichem Maße, aber es ist nicht so, dass ein einzelner, isolierter Albert Einstein mit wuseligem Haar in einem Kämmerlein sitzt. Also die Forschung heute ist Industrie. Jetzt ist es so, dass es in sehr vielen Ländern Forschungs- und Technologiezentren gibt, die von den Regierungen unterstützt werden. Wäre sowas für Liechtenstein wünschenswert? Das ist schwierig. Also erstens ist es natürlich eine Frage der Mittelbereitstellung, ob man Mittel bereitstellen kann und will. Zum anderen die Problematik, selbst in den großen Ländern ist es mir massiv umstritten, wem gebe ich welche Mittel? Ich muss eine Auswahl treffen. Ich muss einfach irgendwo Unternehmen und Technologien nehmen, die ich fördere. Und natürlich ist aufgrund der Größe des Landes die Gefahr sehr groß, auf der einen Seite, dass ich eine Monokultur erzeuge, also sage ich, ich gebe die gesamten Mittel nur in einen Bereich, was natürlich zu Verzerrungen führt. Und zum anderen heißt das natürlich, ein oder zwei Antragsteller gewinnen, der Rest bekommt keine Mittel. Und ich denke, die derzeitige Lösung mit der IP-Box-Regelung und gegebenenfalls, aber das wird ja auch diskutiert, einer inputorientierten steuerlichen Bevorzugung, zu Deutsch, meine Aufwendungen, die ich in F&E stecke, in Forschung und Entwicklung stecke, werden steuerlich nochmal entsprechend bevorzugt behandelt, sodass ich bekomme einen höheren Abzug, also eigentlich Super Deduction, als eigentlich normalerweise angesetzt. Und damit kann ich eigentlich den gleichen Effekt erzielen, ohne dass ich direkt Mittel zuweise, ohne die ganze Problematik Verteilung und Auswahl von Projekten. Das heißt, die Attraktion für das Unternehmen ist auf der einen Seite die IP-Box, nämlich die Versteuerung mit 2,5% auf die Patentrechte oder Lizenzrechte, und auf der anderen Seite, wenn es dazu käme,
eine zusätzliche Abschreibung auf die Investitionen. Ja, aber es sind natürlich noch weitere Vorteile, die man nicht vergessen darf. Wir haben natürlich in der Anbindung auch an die Schweiz, von der Erreichbarkeit her, von Lebensqualität her, haben wir natürlich auch andere Dinge. Das Gesellschaftsrecht ist natürlich entsprechend gestaltet. Also die Wahl heute, man sieht es auch sehr gut bei internationalen Konzernen, heute ist wirklich die Frage, wo disloziere ich das Maximum meiner Wertschöpfung, wo wollen meine Entwickler leben? Das ist auch ein Problem. Da spielt dann die Sicherheit, das soziale Umfeld, die Schulen, das spielt dann alles eine Rolle. Wie schnell bin ich in Italien, wie schnell bin ich in der Bundesrepublik zwischen Urlaub und zwischen Geschäft? Und diese Anbindungen sind ein relevantes Thema und auch die rechtliche Situation. Wir dürfen eins nicht vergessen, Liechtenstein ist in allen relevanten immaterialgüterrechtlichen Verträgen drin, auch in vielen anderen Verträgen. Das heißt, ich kann in Liechtenstein eigentlich alle Handlungen vornehmen in dieser IP-Welt, wie ich sie in New York oder Washington oder München oder Tokio vornehmen kann. Und das sind auch Vorteile oder Merkmale, die andere nicht haben. Also das gilt für die Cayman Islands, Virgin Islands etc. natürlich nicht im gleichen Maße. Insofern würde eine solche Lösung auch eine verteidigbare Position darstellen, weil das Modell nicht so einfach zu kopieren ist. Vielen Dank. Liechtenstein in der Zukunft als Land der Forscher und Erfinder, Patentanmelder. Und Verwerter. Und Verwerter. Einer der möglichen Wege, die Liechtenstein in die Zukunft gehen kann oder gehen wird. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Sie interessiert und wünsche Ihnen noch viel Vergnügen mit dem weiteren Programm von 1FL TV. Dankeschön und auf Wiedersehen.